Hallo zusammen, herzlich willkommen zu diesem Special-Video. Wir haben uns hier heute mit einigen Leuten zusammengefunden. Alicia Snowdaughter ist dabei, der Packy, Sims Spielwiese und Aria Sunrider. Hallo. Hallöchen. Ich bin auch da. Und der Fabi. Oh, ich habe meine bessere Hälfte vergessen, das passiert schon mal. Ich bin auch da. Aber Spaß beiseite, wir haben uns heute für ein ernstes Thema zusammengefunden. Und das klingt wieder nicht ernsthaft. Nein, jetzt mal ehrlich, manche von euch oder viele von euch haben wahrscheinlich die Aufruhr bemerkt um die neue Star Stable App Star Stable Horses, die Fohlen-App. Und da wollten wir heute mal drüber ein bisschen schnacken. Genau. Ja, wir wollten nicht über die App schnacken, sondern wir wollten schnacken, was damit passiert ist, also mit dieser ganzen... Genau. Dürfen wir die Fohlen schon vor 10 Tagen groß werden lassen? Dürfen wir sie ins Spiel implementieren? Ist es okay? Ist es nicht okay? Ist es okay, darüber zu reden? Ist es okay, es nicht okay zu finden? Ist es okay, darüber ein Video zu machen? Und ist es okay, darüber ein Video zu machen, dass es nicht okay ist, darüber ein Video zu machen? Also als erstes können wir mal dazu sagen, dass halt generell wir hier alle, die wir uns hier zusammengefunden haben, kein Beef miteinander haben. Also das wollten wir auch nochmal ganz klarstellen, weil da teilweise solche Sachen auch schon durch die Gegend gemarschiert sind. Genau, und auch nicht wollen, dass ich jetzt die Anhänger beider Lager, sagen wir mal, einmal des Lagers, ich hole mir den Mustang jetzt schon, und des Lagers, ich hole mir den Mustang noch nicht. Wir wollen nicht, dass da jetzt sonst was passiert, der Chat eskaliert, wie es wohl heute im Sarg und Global Chat schon passiert ist, beziehungsweise gestern zum Zeitpunkt des Videos jetzt. Und auch schon in YouTube-Kommentaren und in privaten Nachrichten. Ja. Womit wir bei der Frage werden, ist es ein Hack, ist es ein Trick, ist es ein Bug? Was ist es denn jetzt eigentlich? Also kein Hack. Wenn man mal genau googelt, ist es kein Hack. Also es ist überhaupt gar nichts. Also ich meine, ihr alle habt ja wahrscheinlich schon mal ein Handyspiel gespielt, und wie es bei allen Mobile-Games so ist, gibt es immer beim Handy dieses, wenn du was ordentlich weitermachen willst und was leveln willst, warte 24 Stunden, warte 3 Tage, warte 3 Stunden und sowas. Und das ist schon immer was, was ich schon immer gehasst habe bei allen Mobile-Spielen. Und ich würde immer... wirklich immer, auch wenn mir das Spiel das verbietet, versuchen dieses Zeug zu skippen, weil ich finde, das ist einfach wie so eine Axt ins Bein. Und das ist mega unnötig, zum einen, weil es gar keinen Sinn macht, das unnötig zu strecken. Und außerdem verändert es nichts im Spielinhalt an sich. Ja, es und ist halt Definitionssache. Es ist ja, ne? Ja, aber es ist ja auch kein Bug im Spiel, weil dadurch, dass ich in einem Gerät die Uhrzeit verstelle, manipuliere ich nicht das Spiel, sondern ich manipuliere das Gerät. Und wenn die Programmierung so gekoppelt ist, dass sich dadurch dann im Spielinhalt was verändert, ja, sorry. Also kann ich ja nicht kalkulieren. Sowas kann ja auch per Zufall passieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt ist es so, es gibt die Lager, die das so sehen. Es gibt auch die Lager, die das natürlich anders sehen. In dem Fall vertrete ich jetzt eher ein bisschen die andere Sichtweise. Aber was wir dazu ganz klar sagen müssen, ist, hackt euch deswegen nicht die Köpfe ein. Jeder hat eine andere Ansicht, und es gibt immer Meinungen, die unterschiedlich sind. Und lasst die Meinung, die ihr habt, zu. Genauso lasst aber auch die Meinung der anderen zu. Und das ist das, was das Wichtigste daran ist. Ob Star Stable dagegen was tun wird oder nicht, die sind ja heute schon so weit in die Bresche getreten, dass man sagen kann, sie arbeiten an dem Problem. Das ist ihnen sehr wohl bekannt. Da hat mich heute auch ein Bild schon erreicht. Es ist jetzt in den meisten Fällen, wenn das versucht wird, nicht mehr funktioniert, dass man jetzt die doppelte Wartezeit aufgebrummt bekommt. Und wenn man das Datum umstellt, dass man dann keine 24 Stunden mehr warten muss, sondern 48 Stunden, bis man das nächste Mal sein Pferd verpflegen darf und immer so weiter aufsummiert wird. Das scheint aber auch nicht zu 100% zu sein, weil da haben wir vorhin schon drüber geredet mit der Mandy, also und auch mit der Xim. Also es kann sein, dass es bei euch eintritt, muss aber nicht. Also im Endeffekt, jeder ist sich da im Endeffekt selbst der Nächste. Wenn ihr diese Fehler im Spiel oder wie auch immer man sie nennt, nutzen wollt, geht ihr halt, kann es passieren, dass ihr entweder doppelt so lange warten müsst oder was auch immer passiert. Also ihr müsst euch bewusst sein, was ihr damit auf euch nehmt, falls ihr das macht. Es muss nichts passieren, es kann immer irgendwas passieren. Im Endeffekt, das ist der Punkt, den ich dazu noch anbringen möchte. Aber wie auch immer, es ist eure Entscheidung und respektiert die Entscheidung, die von anderen genauso wie ihr eure respektiert haben wollt. Ja, ihr haftet nämlich für euren Account. Sorry, Packy. In den AGBs von Star Stable steht das nämlich auch drin, dass ihr immer für euren Account haftet, egal was ihr damit macht. Und Star Stable hat auch immer das Recht, auch wenn ihr dafür gezahlt habt, euch nochmal da Einhalt zu gebieten und euch dann auch eine Sperre zu geben oder nur eine temporäre Sperre. Weil ihr habt den Account zwar
bezahlt, aber die Publisher haben sich immer das Recht vorbehalten, dass sie den Account jederzeit, ja, verbannen dürfen, kann man ja so sagen, ne? Richtig, ich gehe davon aus, dass irgendwie sowas passiert. Ich weiß nicht, oder Xim, was wolltest du sagen, dass sich jeder bewusst sein soll? Nein, das dass sich halt jeder wirklich klar sagen muss selbst. Er muss wissen, was er da macht. Und ich denke, die Spieler sind alle da auch weit genug, um das selbst zu entscheiden irgendwo. Ne? Dass sie also, da so die Verantwortung übernehmen für ihren Account, oder? Voll. Denke, und zu mir hat zum Beispiel heute mal jemand geschrieben, lass doch die Diskussion, Mann, das Erwachsene, der weiß schon, was er macht. Und das bringt es ziemlich auf den Punkt. Also das ist halt schon genau das eigentlich, wo wir so ein bisschen dran festhalten sollten. Und ich persönlich finde es ja, ich habe heute zum Beispiel auch sehr viel von dem Hate abgekriegt. Wobei ich sagen muss, mich tangiert es jetzt nicht so. Aber was ich natürlich auch merke, ist, dass die Leute, die Zuschauer, sich das sehr zu Herzen nehmen, was sie von ihren YouTuber-Idolen gesagt bekommen. Ist einfach ein Fakt. Und da muss man natürlich auch schauen, dass man sagt, Leute, das ist okay und das ist super, wenn ihr euch da eine Meinung bildet und wenn ihr euch das anhört und auch euren Lieblings-YouTuber in Schutz nimmt, verteidigt und auch diese Message weitertragt. Das ist ja auch super wichtig, weil wir arbeiten ja auch irgendwie alle so ein bisschen zusammen an dem Thema und wir arbeiten ja auch alle so ein bisschen an so einem Spiel, was wir alle gemeinsam mögen. Aber wir sollten uns das nicht so gegenseitig madig machen, indem ihr draußen, die Zuschauer, und ich weiß, ihr meint es nur gut, versucht, den anderen zurecht zu stutzen oder ihm zu sagen, das darfst du nicht, weil der oder der das gesagt hat, das darfst du nicht, weil ich das doof finde, sondern seid doch mal einfach also so ein bisschen offener und sagt, okay, wenn du das machen willst, dann mach das. Für mich ist nichts. Ich bleib bei der Meinung von dem und dem, wie auch immer. Das ist mein Ding, das mag ich. Aber deswegen lasse ich euch damit in Ruhe. Und das ist das, was ich persönlich halt super wichtig finde, dass man immer positiv bleibt und dass man nicht vergessen sollte, dass wir halt auch so alle im selben Boot sitzen und auch alle auch nur Spaß haben sollen. Es ist halt genauso wie, hey, ich finde den YouTuber besser, hey, ich finde den YouTuber besser, ist doch vollkommen egal. Jeder darf halt das gut finden, was er will. Und genauso halte ich das halt auch mit sowas wie eben diesem Rumbacken. Ne? Ich mach's, weil ich für mich eine Rechtfertigung dafür habe und das ist okay. Und Kadi macht's nicht, weil sie ihre Rechtfertigung dafür hat und das ist doch genauso super, ja? Und das ist einfach nicht fair, weder Kadi gegenüber, noch mir gegenüber, noch Alisha, noch Xim, sonst irgendwem gegenüber, da irgendwas zu sagen, weil wir alle unsere eigenen Meinungen haben und wir doch alle einfach nur ein positives Erlebnis haben wollen und nicht wollen, dass ihr euch und dass wir uns gegenseitig irgendwie anfeinden. Und das wäre sehr schade, wenn das so ist. Und wir hätten keinen Grund dafür, weil wir wissen, dass wir aneinander, miteinander reden können und auch das uns zugestehen, dass der andere halt eben diese Freiheiten hat. Aber es wäre sehr schön, wenn ihr das so mitnehmt und in euren Alltag vielleicht ein bisschen einfließen lässt und das auch so in den privaten Bereich mitnimmt und sagt, hey, okay, ich bin mal ein bisschen gönnerhafter und muss nicht jeden davon überzeugen, dass das nicht richtig ist, was er tut. Voll mein Anliegen. Sehr. Und da zum Beispiel muss ich nochmal einhaken, denn ich muss ganz klar auch sagen, dass ich in meinem ersten Video, deswegen kam dann ja auch nachher noch das zweite, dass ich das da einfach auch blöd ausgedrückt habe und nicht klar genug gemacht habe, dass das vielleicht mein Standpunkt ist. Ich dachte, ich hätte es klar genug gemacht, habe ich aber nicht. Das ist meine Schuld gewesen. Und an dieser Stelle möchte ich mich deswegen jetzt auch bei denen entschuldigen, die deswegen womöglich dann Probleme bekommen haben, dass ich das dann eben nicht klar genug ausgedrückt habe. Ich stehe da nach wie vor voll und ganz hinter meiner Überzeugung und Meinung, aber möchte natürlich nicht, dass irgendjemand anderes sich jetzt sonst was anhören muss, sich beleidigen lassen muss, teilweise im Spiel verfolgt wird und aufs Übelste wirklich beleidigt wird. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Ja, stimmt absolut. Also, und ich, es ist halt, ja, man, jeder versteht es und man ist ja, und man merkt es auch, also ich habe es heute Morgen zum Beispiel in deinem Video gemerkt, dass es auch ein Thema ist, was dir schon wichtig ist und weil es schon eher so emotionaler wird. Und das ist ja vollkommen in Ordnung. Und dann ist es halt wichtig, dass ihr Leute halt auch merkt, okay, es ist wichtig, aber es ist halt ihre Meinung. Und das Letzte, was Kadi will, ist, dass ihr rumlauft und jemanden anders dafür irgendwie schuldig macht oder blöd zu denen seid oder doofe Kommentare schreibt, weil es sind doch eine Community-Familie so irgendwie und das ist halt schade, wenn das
irgendwie so gegeneinander läuft. Und das will ich nicht, das will niemand von uns und das will vor allem auch Kadi nicht. Und das ist dann noch schade eigentlich, wenn man eine Idee hat und irgendwie eine Vorstellung und sagt, hey, ich habe da ein Problem damit, dass das jemand macht, weil ich würde es nur ungern machen, weil ich habe da einfach andere Grundsätze und andere Vorstellungen. Und sie will da aber mit auch nicht sagen, dass sie jemand anderen dafür schlecht machen will. Und das ist nämlich genau das, was sie nicht möchte. Ja, vor allem sollte man da auch immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und nur weil jemand anders eine andere Meinung hat wie ich, dann kann man das ja untereinander akzeptieren und sagen, ist okay, finde ich, ist deine Meinung, meine ist anders. Trotzdem, gerade so dieses persönlich werden in den Kommentaren zum Teil. Ne? Deswegen muss ich ja den Menschen nicht gleich komplett schlecht finden, nur weil er mal was anderes denkt wie ich. Ne? Das genau. Sollte man sich da einfach auch mal ganz klar. Ne, wir mögen uns hier alle untereinander, die jetzt hier zusammensitzen und auch trotz allem. Nur weil wir nicht so viel miteinander machen, heißt es ja nicht, dass wir zwingend irgendwie uns nicht mögen. Sondern wir machen halt nichts miteinander, weil es vielleicht auch einfach so nicht passt oder weil Inhalte nicht funktionieren und wir einfach auch nicht so die Gelegenheit haben. Das heißt ja noch lange nicht, dass es irgendeinen Zwist gibt oder sowas und dass wir sagen, hey, wer mich mag, muss, darf Kathi nicht mögen und umgekehrt oder sowas. Ja, kompletter Schwachsinn. Richtig. Also das ist wirklich total unnötig. Also es ist unangebracht, falsch und einfach gibt gar keinen Grund für sowas. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch fast alles zu dem Thema gesagt. Die Arias kommen zu Wort gekommen. Willst du noch da irgendwas sagen? Nee, ich finde, ihr habt das alles schon sehr gut zusammengefasst. Also ich bin eigentlich voll eurer Meinung. Ja. Weiß nicht, ja, was ich dazu noch... Wie hast du das denn so empfunden? So? Also inwiefern, was waren denn deine Gedanken dazu, als du das heute so ein bisschen mitgekriegt hast? Ja, also gestern erstmal war ich mit ein paar Leuten unterwegs. Da war das alles noch vollkommen okay. Alle haben gefragt, ja, woher habt ihr das? Waren alle total freundlich. Und heute Morgen ist es halt so ein bisschen gekippt, als ich dann online gekommen bin. Ja, genau so habe ich es auch erlebt. Und dann gleich total, ja, du hast gecheatet, was ist ich noch alles. Und das hat mich eigentlich ziemlich traurig gemacht, weil gestern war das eben nicht so. Ja, und es ist halt genau das, wie du gerade sagst, du, am Anfang ist es so freudig und du denkst dir so, ja, ich feiere das mit euch. Ja, genau. Ja, genau so und weil ich es halt feiere und ich war halt wirklich auch euphorisch und habe gesagt, boah ja, jetzt habe ich dann dieses süße Fohlen, Mann, das will ich jetzt noch haben und ich will es den Leuten auch zeigen, weil es halt echt süß ist. Ja. Ja. Und mein Gott. Weil das muss man ja jetzt wirklich bei all dem Chaos, was deswegen entstanden ist. Da los war, genau, was entstanden ist, muss man das ja nur auch mal wirklich sagen. Im Endeffekt sollen wir ja Spaß an der App haben, Spaß an den Fohlen haben. Star Stable hat das programmiert, damit wir unsere Fohlen trainieren und die Möglichkeit haben, was zu erleben, was einfach schon lange von vielen gewünscht wurde. Und nicht, damit wir uns jetzt alle die Köpfe einschlagen. Ja, genau. Wobei, das ist vielleicht auch nochmal der das wäre nochmal ein Thema für ein neues Video, was wir hätten erwarten können und was sie wirklich daraus gemacht haben oder was wir uns noch wünschen würden. Gerade bei dem Thema, ich habe da heute schon auch mal ein bisschen rumgesponnen, was so Fohlentraining angeht und sowas. Es gäbe schon nochmal Potenzial, um da nochmal genauer drüber zu reden, was wir so ein bisschen gerne uns von Star Stable wünschen würden in dem Fall. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Genau, das ist eigentlich jetzt ein ganz guter Abschluss dafür. Wir haben alle das nochmal gesagt und dann würde ich fast sagen, danke fürs Zuhören und ja, einen schönen Abend euch noch, eine schöne Woche. Nehmt euch das zu Herzen, was der Pecky, die Ari, die Xim, die Kali, der Fabi und auch ich ja so erzählt haben und hatet jetzt die Leute nicht mehr, schreibt keine negativen Kommentare mehr, sondern sagt einfach, okay, der hat das halt so gemacht, wenn er das möchte, derjenige ist alt genug, ich sehe das anders, dann belasst es einfach dabei, dann ist das okay und wenn ihr dann sagt, ich möchte das Video nicht gucken, weil ich mich nicht spoilern lassen möchte, dann guckt es halt nicht, euch verpflichtet ja keiner dazu. Genau, es zwingt ja keiner, ein Video zu gucken oder jemanden zu abonnieren oder wie auch immer, das ist ja alles auf freiwilliger Basis und jedem so, wie ihr das schön findet und was er am angenehmsten findet. Und dann hat man da auch gar keinen Stress damit. Und wenn einem was nicht gefällt, na dann einfach ausschalten. Richtig, genau. Einfach ein bisschen Akzeptanz und Respekt untereinander und dann klappt das alles auch. Ciao, cool. Ciao. Dann können wir jetzt Tschüss sagen. Schöne Woche noch. Bis tschüss. 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 Tschüss.